Hallo zusammen, ich habe heute EDU-Politiker Samuel Kullmann da, weil er ein Referendum gegen den European Song Contest in der Schweiz angestoßen hat. Und jetzt denkst du vielleicht, ja was, kann man in der Schweiz sogar gegen das abstimmen? Ja, das kann man. Und was ist denn das für ein bornierter Typ? Weshalb will denn der keine Musik? Da werden wir heute ein bisschen darauf eingehen. Es ist so, in der Schweiz können wir abstimmen. In diesem Fall ist es eine kantonale Geschichte. Und wenn der Kredit zu hoch ist, der Steuerzahler zu viel für etwas zahlen müsste, dann kann man das vors Volk bringen und darüber abstimmen. Und jetzt sag mal, Samuel, was sind die Hauptargumente? Weshalb möchtet ihr von der EDU und auch die SVP, die junge SVP, weshalb möchtet ihr diesen ESC nicht in der Schweiz? Also es gibt ganz verschiedene Argumente dagegen. Für die SVP steht mehr die Kostenfrage im Zentrum. Ganz konkret, der Kanton Bern müsste 30 Millionen Schweizer Franken Steuergelder zahlen an die Durchführung. Die gesamte Durchführung dürfte über 40 Millionen Franken kosten oder Euro. Die Stadt Zürich plant 20 Millionen Franken zu sprechen. Und da gibt es allgemein von bürgerlicher Seite her einfach Widerstand gegen diesen großen Kredit. Für uns in der EDU ist das natürlich auch ein wichtiger Faktor. Aber für uns gibt es noch andere Aspekte, die wir auch ins Feld führen. Und das ist zum einen der ganze Aspekt von dem grassierenden Judenhass, den wir gesehen haben beim diesjährigen Eurovision Song Contest, der in Malmö ausgetragen wurde, als, man kann es fast nicht anders sagen, aber als islamistische Mobs tagelang das Hotelzimmer der israelischen Sängerin Eden Golan belagert haben. Und auch sonst unter den Künstlern ziemlich viel Anfeindungen, ziemlich viel Mobbing gegen die israelische Teilnehmerin stattgefunden hat. Das hat uns sehr zu denken gegeben und hat uns sehr besorgt, einfach dieses Ausmaß an Antisemitismus und Judenhass zu sehen. Da hat es ja eigentlich den Slogan gegeben, vereint durch die Musik, aber wir blenden Bilder ein. Das war schon ganz heftig, diese Anfeindung gegen Israel. Einfach, weil sie aus Israel kommt und weil man das nicht mag, wie die israelische Armee sich verteidigt, waren da Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Pro-Palästinensern, Polizeieinsatz, Schutzmaßnahmen, Scharfschützen, Eskorte. Und da bleibt nicht mehr viel von United und verbunden durch Musik, sondern man ist sehr tolerant, außer es geht um Israel. Nicht nur außer Israel, aber da kommen wir noch dazu. Ja, sag mal. Aber vielleicht noch ganz schnell auch dieser Aspekt, auch diese ganzen Sicherheitsrisiken, die kommen ja auch dazu. Wo ja. Wir uns gefragt haben, wollen wir, dass es in der Stadt Bern oder Zürich, Basel oder Genf, das sind die vier Städte, die sich in der Schweiz um die Austragung des Eurovision Song Contests bewerben, wollen wir diese Mobs haben, die da allenfalls dann auch in der Schweiz dann demonstrieren und die Stadt belagern. Und da kommen natürlich, abgesehen vom finanziellen Aufgrund von dieser aufgeheizten Stimmung gegen Israel, diese massiven Sicherheitsbedenkungen dazu. Und gerade Israel, wir werden auf diesem Kanal in den kommenden Wochen und Monaten ein paar Sendungen machen über Israel. Ich glaube persönlich, dass Israel auch im Norden so stark bedrängt wird von den Hisbollahs, dass da Israel auch reagieren muss. Und dann sind wir schon im 2025 vielleicht drin. Und ich glaube, es ist ein berechtigtes Argument, dass diese Israel-Gegner wieder da sein werden. Aber du hast gesagt, es gibt andere Gründe, warum Musik nicht vereint oder warum es nicht ganz so tolerant war. Eigentlich wäre es ja ein schöner Kulturanlass. Man denke zurück, 20 Jahre, 30 Jahre war ja immer eine schöne Sache und es gab nie Zwischenfälle, aber das hat sich ein wenig oder nicht nur ein wenig, sondern stark verändert.
Ja, ich denke, man kann schon sagen, dass der Anlass, obwohl er bewusst nicht politisch sein will, dass es gar, also er wurde einfach verpolitisiert. Und zum Teil wurde das auch zugelassen. Zum Teil wurden gewisse Regelungen durchgesetzt, um das zu verhindern, aber nicht in letzter Konsequenz. Was wir auch mit der ganzen Anstoßung zum Thema Debatte über das sogenannte dritte Geschlecht, also ich habe das entsprechende Chromosom immer noch nicht gefunden oder kein Wissenschaftler gesehen, der das gefunden hätte, aber scheinbar gibt es das ja neuerdings. Aber eben, da merkt man, dass eigentlich ein sehr politisches Thema, was auch toleriert wurde. Ja. Genau, es ist eine politische Agenda, sehr stark beeinflusst. Aber was mir noch aufgefallen ist, und das ist das andere Thema, im 2013 hat in der Schweiz tatsächlich die Heilsarmee mit einem Song gewonnen. Und mit diesem Song konnte die Heilsarmee an die finale Austragung gehen, aber es gab ganz starke Beschränkungen oder Regulierungen, dass es ja nicht religiös sein dürfe. Kann man so weit stehen lassen und akzeptieren, aber an diesem Anlass in Malmö kam die irische Hexe mit einem sehr religiösen, satanistischen Song daher und plötzlich gilt diese Regel nicht mehr. Ich meine, gilt die Regel, wenn es Christen sind, dann werden sie zensuriert. Du kannst uns etwas über die Tricks erzählen, die dann die Heilsarmee angewandt hat. Aber wenn die Satanisten und Hexen kommen, gilt die Zensur nicht mehr? Scheinbar nicht. Und das ist, scheint die Strategie der Säkularisten zu sein, zu sagen, es soll alles weltanschaulich neutral sein, obschon es diese weltanschauliche Neutralität natürlich nicht gibt. Aber mit der Neutralität als Totschlagargument sozusagen werden mal die Christen außen vorgehalten oder zumindest die christlichen Inhalte. Ich weiß das noch gut, damals im Jahr 2013 mit der ganzen Diskussion um die Heilsarmee, damals habe ich das ziemlich stark verfolgt und sie durften ja dann nicht einmal als Heilsarmee antreten, sondern mussten auch noch den Namen ändern. Sie nannten sich dann Takasa, Swahili für reinigen, aber clevererweise auch eine Abkürzung für The Artists Known as Salvation Army, also die Künstler, die mal als Heilsarmee bekannt waren. Sehr schlau, oder sehr schlau. Die mussten halt da so eine raffinierte Umgehungsweise finden. Ja, aber es zeigt, mit welcher Vehemenz in der säkularen Welt alles Christliche, und das sehen wir auch in der Politik, möglichst draußen gehalten werden will. Es sei denn, es ist eine schwarze Dornenkrone von einer Hexe. Genau. Dann ist es nicht mehr religiös. Dann ist es aus irgendeinem Grund nicht mehr religiös. Und ich habe auch in einer Diskussion auf Twitter oder X, wie das neuerdings heißt, einen Kommentar gesehen, wo jemand gesagt hat, ja, das ist gar kein Satanismus oder Okkultismus, das ist einfach Gotik. Oder? Und so kann man das dann, und das ist dann anscheinend nicht religiös, genau. Aber okay, dann wäre die Heilsarmee einfach Gospel. Genau. Ich denke, wenn man das unter Black Music oder so, vielleicht hätte man das auch ein frommes Lied einfach als Black Music oder so bringen können. Dabei, wenn man die Interviews mit der Frau, nein, sie sieht sich als non-binär, die Person erzählt sehr viel in jedem Interview, dass sie Flüche ausspricht, ja, das ist etwas Religiöses, egal ob du daran glaubst oder nicht, dass sie dafür ist, dass die Menschen mehr Hexerei entdecken, das ist etwas Religiöses und das müsste eigentlich genauso verboten sein. Also es ist natürlich eine klassische missionarische Aktivität, wenn man so will, also diese Hexe will die Leute zur Hexerei bekehren und sie hat einen ganz klaren Missionsauftrag, könnte man sagen. Hat sie den auch angedeutet mit der schwarzen Krone? Da gehe ich davon aus, ja. Dass das sicher kein Zufall war, sicher von langer Hand geplant. Und ich habe mir in der Vorbereitung auf dieses Interview, habe ich mir mal den ganzen Beitrag von ihr, Doomsday Blue, angeschaut und da musste ich mich wirklich dazu überwinden und es war wirklich ein ganz scheußlicher, einfach abscheulicher Beitrag, den sie da gebracht hat, von A bis Z. Und etwa in der Hälfte ihrer Darbietung sieht man sie plötzlich mit
sehr knapp bekleidet, aber mit irgendeinem Dress, das die Non-Binär-Farben zeigt oder von dieser Trans-Flagge. Ja. Was dann anscheinend keine politische Botschaft ist und den Reglementen entspricht. Aber ich denke auch, dass dann niemand gewonnen hat, der diese Message halt verbreitet mit dem dritten Geschlecht und die Bambi-Sack ihn gekrönt hat. Ja, ich denke, das sind sehr bewusste Dinge, die da geschehen sind. Zu Nemo, er kann singen und der Song ist sicher gut, aber das Argument, dass er ausschließlich wegen dem gewonnen hat, wäre in etwa so, wenn ich sagen würde, Keith Richards von den Rolling Stones ist der beste Gitarrist des Jahrhunderts. Kleiner Scherz unter Musikern. Natürlich nicht, Keith Richards macht sehr einfache Musik und dennoch sind die Rolling Stones Milliardäre. Also in der Musikszene zu behaupten, dass jemand gewinnt oder auf Platz 1 ist, ist absolut lächerlich. Ich sage nur Taylor Swift. Auch sie ist ganz klar in Hexerei rübergerutscht und hat Flüche auch in ihre Musik eingebaut. Und da fragt man sich schon, wo oder was wollen die Geldgeber dahinter? Oder man kann sogar sagen, und das ist jetzt natürlich ein christliches Argument, Satan hat in der Wüste Jesus gesagt, ich kann dir die ganze Welt zur Verfügung stellen. Und bis zu einem gewissen Grad kann natürlich Satan auch dafür sorgen, durch dämonische Aktivitäten, dass Musiker bekannt werden oder nicht. Das will ich jetzt Nemo nicht unterstellen, aber das Ganze schmeckt schon ein bisschen nach Agenda. Ja, also ob man das jetzt übernatürlich deutet oder nicht, das Thema Agenda, ich denke, das kann man sehen, wenn man sich nicht Tomaten vor die Augen klebt. Ja, Samuel, du bist mehr oder weniger Initiant dieses Referendums oder du hast es angestoßen und es geht ja durch die Presse. Du bist bereits in der englischen Presse gelandet. Es sorgt für Aufregung. Sag nochmal, weshalb hast du dich dazu entschieden, einen politischen Weg einzuschlagen und mehr oder weniger die Leute auf etwas aufmerksam zu machen? Also ich kann da sagen, es ist wirklich eine Kombination von verschiedenen Dingen, die zusammenkamen, die effektiv das Fass zum Überlaufen brachten, wo ich merkte, in mir hat sich so wirklich wie ein heiliger Zorn entwickelt, darauf, dass diese Austragung jetzt in der Schweiz stattfinden soll mit dermaßen viel Steuergeldern, die du und ich und auch Christen in der Schweiz mitfinanzieren müssten und einfach gesehen, wie schrecklicher das immer wird. Also ich war schon schockiert, als ich das am Rande mitverfolgt habe dieses Jahr. Und ich weiß noch, das war in einer Sitzung der Finanzkommission vom Kantonsparlament, Kantons Bern, wo ich Mitglied bin. Da habe ich gehört, jetzt soll dieser Kreditantrag kommen, dass der Kanton etwa 30 Millionen Franken für die Austragung dieses ESC-Wettbewerbs ausgeben soll. Und da dachte ich einfach, was? So viel Geld für so abscheuliche Darbietungen? Und ich merkte, ich wurde einfach zornig darüber, was da toleriert wird, wie die christliche Botschaft weggedrängt wird seit Jahren und einfach keinen Raum mehr hat in der Öffentlichkeit. Nachdem das Christentum weggedrängt wird, hält der Okkultismus, hält der Satanismus Einzug. Nicht immer in dieser Offensichtlichkeit, aber wenn wir uns diesen Beitrag ansehen, dann ist es schon extrem dreist, wie diese Leute geworden sind und was hier toleriert wird, was mit Steuergeldern jetzt auch mitfinanziert werden soll. Und ich denke, vielen Christen in diesem Land geht es auch so wie mir, dass sie sagen, irgendwann ist genug und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir sagen, das lassen wir uns nicht mehr gefallen und es ist ein Geschenk, dass wir in der Schweiz die Möglichkeit haben, das Referendum zu ergreifen für diese kantonalen und städtischen Kreditbeiträge und dass wir eine Möglichkeit haben, wie wir friedlich, politisch,
dieser Unmut, den, glaube ich, viele Christen haben, endlich zum Ausdruck bringen können und das benennen können und sagen können, so geht es nicht mehr weiter. Das muss jetzt aufhören. Genau. Wichtig ist auch, geistlich gibt es eigentlich nie ein Vakuum. Das wird immer wieder beobachtet. Wenn du das Christentum beginnst zu verdrängen und sagst, ja, wir sind jetzt ohne Religion, es hat noch nie funktioniert. Irgendetwas kommt. Irgendetwas kommt dann immer rein. Das liegt daran, dass der Mensch nicht nur natürlich, sondern auch übernatürlich geschaffen ist und immer etwas sucht, sei es Yoga, sei es New Age, sei es Esoterik. Und deshalb, denke ich, ist es wichtig, dass wir als Christen Position beziehen, weil ein Vakuum kann es nicht geben. Ja, absolut einverstanden. Ja, wenn du Schweizer bist, dann kannst du, Schweizer oder Schweizerin, dann kannst du unterschreiben und kannst damit zum Ausdruck geben, dass du das nicht gut findest. Was können denn die Deutschen oder Österreicher? Haben wir eine Möglichkeit für sie? Ja, also Unterschriften sammeln, das kann jeder und jede, egal wie alt, egal welche Nationalität. Da haben wir je nach Stadt zwischen 42 und 60 Tagen Zeit für 1500 bis 2000 Unterschriften. Und es ist eher eine kurze Zeit. Und wenn du das auf dem Herzen hast und eben vielleicht nicht in der Stadt Bern oder Zürich wohnst, dann kannst du aber trotzdem dich melden auf unserer Webseite www.stop-esc2025.ch. Du kannst dich eintragen, wenn du helfen möchtest, Unterschriften zu sammeln. Christen werden aktiv und manchmal sozial, manchmal politisch. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns nicht einfach nur einschüchtern lassen und überrollen lassen. Und vielleicht, das ist die ganz große Hoffnung, wird der ESC ja mal sogar wieder etwas fröhlicher, weniger politisch und weniger okkult. Das wäre ultimativ natürlich das Schönste. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.